Damit können wir dann nun hier mit dem zweiten Teil weitermachen. Ich nehme auch an, dass das hier ein neuer Part ist. Aber allerdings, ja, würde ich mal sagen, Stichwort neuer Part. Ich werde ja nicht mehr die ursprünglichen Cuts machen, dass da sich da, wie heißt, oh, Propellerpilz, cool, dass ich da, sagt mir es doch, wie es heißt. Das darf ich jedes Mal verabschieden, wieder begrüßen. Ich mache einfach in einem Aufnahmefluss. Hier sehen wir wieder eine neue Idee, nämlich das, was ich gerade grandios nicht gemacht, nicht geschafft habe. Ich muss meine Fussis etwas ausweichen. Natürlich, der obere Weg hat nur einen Fuß, der untere. Das war grandios schlecht. Da oben ist natürlich wahrscheinlich auch die erste Starcoin, wie wir uns denken können. Ja, ja, da oben ist die erste Starcoin, die können wir dann gleich nachholen. Wunderbar, es ist grandios wieder gelaufen für mich. Oder wartet, Freunde? Nein, so natürlich nicht. Da kommen wir trotzdem noch hoch mit Hilfe des Propellerpilzes. Hier müssen wir vorsichtig sein beim Runtergehen, weil das ist eigentlich ein halber Blind Jump. Ah, ich meine, ich hatte ja die Welt hier schon mal gespielt. Ich meinte, da muss man auf dem unteren bleiben. Ja, sollte man natürlich. Was das hier bringt, weiß ich leider nicht, Freunde. Ja, die großen Fussis sind natürlich immer ein bisschen schwieriger auszuweichen. Denen ist es schwieriger auszuweichen, nicht die sind schwieriger auszuweichen. Was ist das denn für Deutsch? Gar keins. Genau das ist die Antwort. So, hier Halbzeitflagge und jetzt hier erstmal diese hüpfenden Blöcke rausfinden, wer da für uns was parat hält. Der Gumpa hier auf jeden Fall nicht. Der hier hat den Propellerpilz. Oh, Vorsicht, nicht so leicht weg, die das Zeug verspielen. Die Levels sind ja bei den Spielern nie. Die gibt es ja aus dem anderen Mario-Spiel, sind die bekannt. Die muss man, glaube ich, jeden treffen. Um hier weiterzukommen oder um hier nach ganz oben zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob das allerdings zielführend ist. So, zum Glück ist Darkon gerade noch so abgeräumt. Und dann können wir auch hier ins Ziel gehen. Und schon 25 One-Ups, sehr, sehr gut. Ja, es lohnt sich, das Spiel ausführlich zu erkunden, auch wenn ich das Level nicht ganz so ausführlich gemacht hatte. Aber ich sage natürlich auch daran, dass das so ein bisschen halt, dass da das Level mich vorher gescheucht hat, nicht selbst so aktiv war. So, jetzt kommt der Albtraum eines jeden Mario, als jeden Jump'n'Run-Spielers Unterwasser-Level. Ja, natürlich haben sie auch das hier nicht geschenkt. Wäre auch ein bisschen, würde ich sogar fast vermissen eigentlich. Aber nicht so sehr, dass ich da irgendwie traurig drum wäre. Hätten sie stattdessen eine adäquate Alternative, dann würde ich die nehmen. Aber naja, da oben, denke ich sicher, ja, hat der Typ was geraucht, das da oben nicht zu sehen. Ja, ich hätte vielleicht früher darauf hinweisen sollen, aber das ist etwas, womit wir im Moment noch nichts anfangen können. Den Grund, was ich auch an diesem Spiel sehr positiv finde, ist übrigens derselbe Grund, den werde ich euch gleich verraten. Ich glaube, der hier brennt ein bisschen, ne? So, mit Eis lässt sich die ganze Sache jedoch gleich schon viel einfacher regeln. Ja, Freunde, legt euch nicht mit mir an. So kann man ja auch hier oben dran. Solange wir keinen Power brauchen, bin ich ja nicht mit der Eisblume ganz zufrieden. Da werde ich auch nicht weiter diese Fragezeichenblöcke alle anstupsen. Aber wie gesagt, unter Wasserlevel, Konzentration aufs Gameplay. Wir haben bis zur Halbzeit noch kein einziges Starcoin. Das ist wiederum verwunderlich. Hier gibt es einen Pinguin-Suit. Nice, den nehmen wir natürlich mit. Ja, das ist cool, weil mit dem kann man, wie ihr wisst, besser schwimmen. Habe ich euch ja in Mario Bros. Wii sicherlich lang und breit erörtert. Und hier oben geht es raus zu einem Starcoin-ähnlichen Element. Oh, da müssen wir ein bisschen gucken. Ah, man kann hier dies mit Eis zum Chillen bewegen. So. Das wird jetzt aber leider die zweite Starcoin kommen. Damit haben wir die erste verpasst. Wo war die denn? Berechtigte Frage, aber da wir das sehen, werde ich mich dann damit gleich später befassen. Jetzt gerade noch nicht. Die Frage habe ich gerade keine Lust zu erörtern. Problem ist, ich sehe nicht, wo ich bin. Jetzt sehe ich mich wieder sehr gut. Und dann gibt es hier diese Unterwassermusik, finde ich. By the way, wirklich, wirklich nice. Der wird ja auch nicht so stark von dem Zeug abgedrängt, wollte ich gerade sagen, aber doch. Oh, nein, nein, Starcoin, 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 warum?
Ach Mann, oh. Das ist ja fies. Wir können auch nicht die Muschel irgendwie dazu bringen, nochmal ihre Aktion rückgängig zu machen, oder? Doch, 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 kann man. Frau natürlich auch. Aber von der Seite ist es sogar vielleicht fast einfacher. Wenn man es rechtzeitig sieht, gut, dann kommen wir hier raus. Und Vorsicht vor den Fischen da oben, die würden einen gegebenenfalls auch sofort angreifen. Die kennen nämlich nichts. Oh, die beiden, was die auch immer machen, fragt mich nicht. Sie küssen sich, sagen wir jetzt einfach mal. So, hier ist wieder ein... Oh, nee, das ist ein Emulator-Bug, dass hier die blauen Münzen nicht angezeigt werden, wie im ersten Level schon. Das ist ja doof. Schade, blaue Münzen werden es leider vorenthalten. Sehen wir nicht. Hab mich da vorhin schon gewundert im ersten Part, im ersten Level. So, hier ein bisschen Gas geben und Maß nehmen. Und One Up. Da unten wäre nochmal dieser komische Fisch gewesen, den lernen wir später kennen. Denn... So, Freunde, seht ihr das hier? Das ist in diesem Level hier die erste Starcoin. Sehr nice, in dem Schild versteckt, habe ich nicht gesehen. Ja, aber ein cooles Versteck, wie gesagt. Könnte man halt dennoch mal gesehen haben, aber naja, passiert halt. Wie ihr sehen könnt, jetzt ist dieses Level pink gefärbt. Das heißt, hier gibt es einen Secret Exit. Ja, die Secret Exit ist ganz einfach. Und zwar gibt es hier unten das Level 1.8 Switch Shift Groove. Und das ist ein Level, in dem man hier diese... In dem uns diese, ja, Switche vorgestellt werden. Und diese spielen in diesem Spiel eine entscheidende Rolle, denn wer... Wie heißt das? Wie heißt das Spiel denn? Super Mario World heißt es, oder? Wer spielt Super Mario World kennt, der weiß, wie das mit den gelben Schalterpalästen auf sich... Was sie damit auf sich hatte. Und das gibt es genau in diesem Spiel hier auch. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass es ihnen gelungen ist, das einzuprogrammieren. Das gefällt mir gut. Und hier oben geht es in eine Röhre rein, die uns wahrscheinlich in eine Secret Area führt. Oh, und zwar geht's hier... Oh nein. Das ist doof, weil neigen kann ich... Weiß ich nicht, wie das geht. Das ist blöd. Muss ich mir mal... Muss mal in Emulator-Einstellung gucken gehen, deswegen... Aber hier kann man so mitspielen. Ja, da muss man aber trotzdem... Muss mal gucken, wie das geht. Da muss ich nochmal kurz dran rumspielen mit Neigen links und rechts. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn es hier... Ja, das sind halt Elemente, die am Emulator schlecht gehen. Doof. Erstmal diese Piranha-Pflanzen hier in die... in das Gift runterfahren. Das ärgert mich gerade schon ein bisschen. Da werde ich bis zum nächsten Mal auf jeden Fall gucken, dass ich hier auf den... Ich habe hier noch einen Control-Stick frei, dass ich dort ein bisschen die Neigung drauflege. Zumindest links-rechts. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Na, wir werden es sehen. Auf jeden Fall kommen wir hier mit den Röhren weiter. Ach, das hätte ich vielleicht auch prüfen sollen vorher. Ich habe nämlich das Spiel hier wirklich nur angezockt und war nicht so intensiv damit beschäftigt, leider. Also hier dürfen wir jetzt dann auch durchkommen, ohne... vor im Untergrund die Kleinigkeit zu machen. Aber glaubt nicht, dass ihr deswegen den Untergrund überspringen sollt, denn da könnte natürlich auch eine Starcoin sein. Das heißt, ich würde davon abraten. Nee, warte mal, da oben ist eine Starcoin vielleicht drin, dieser gelben Röhre. Weil da kommt man ja ohne das Zeug nicht rein. Man braucht also die Feuerblume. Das sollten wir natürlich mal auschecken gehen. Holy crap, das ist aber eine Starcoin, die es ganz schön in sich hat wieder. Aber kein Ding. Ja, aber das gerade diese beiden blauen Plattformrand, die waren fies, weil man sich da immer an den Rand dran springen muss dann. Nun ja, wunderbar, das wäre schon mal erledigt. Gefällt mir. Ich muss sagen, mir gefallen die Ideen. Ich finde auch gut, dass diese Yoshi-Äpfel da auch als Gameplay-Element, also nicht als Gameplay-Element, sondern auch als... Wie nennt man das? Als designerische Element verwenden werden, nicht nur als reine Gameplay-Elemente. Das sind tatsächlich, haben wir eine relativ schöne Textur im Originalspiel, verhältnismäßig. So, und jetzt hier vor an dieser Stelle. Das weiß ich nämlich noch hier. Ich habe ja ein Let's Play dazu gesehen zu dem Spiel.
Deswegen ist mir auch, weiß ich auch, dass es gut ist. Und zwar weiß ich, dass man hier irgendwo in so einem Level diesen Schalter nicht drücken darf, denn sonst kommt man nicht hier oben ran. Und dieser bringt uns hier nämlich zu einer Secret Area, die uns erneut ein, oder die uns den ersten Secret Exit bringt. Das heißt, wir müssen das Level gleich auch nochmal regulär beenden. Ja, zumindest da konnte es natürlich doof, aber die kann ich dann auch so einfach mal schnell irgendwann nebenbei aufnehmen. Willkommen zurück in diesem Bereich hier, Freunde. Ich habe seit dem letzten Part auch endlich, oder seit dem letzten Part, ich habe auch nach einem halben Jahrhundert hier endlich mal die Bewegungssteuerung konfiguriert, habe ich hier herausgefunden, dass es hier am geschicktesten sich einfach treffen zu lassen von der Kugel, weil man dann keinen Ärger mit ihr bekommt. Naja. Jetzt die Sache, jetzt gehen wir erst ganz kurz hier unten zum Schalterpalast, bevor wir dann im Text weitergehen. Yellow Switch Palace. Hier gibt es natürlich auch wieder Zeug zum Sammeln. Ganz klar, aber da wir es nicht sehen, leider ist es echt ein bisschen ungeschickt. Hier einfach mal ein paar Wandsprünge spammen. Incredible, würde jetzt Mario nochmal sagen. Das ist das Zeichen für alles Dark in einer Welt geschafft. Somit werden die unsichtbaren Blöcke nun zu gelben Blöcken. Oder die gelben Blöcke werden aktiviert einfach. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Schalterpaläste, die man sich natürlich alle zu Nutzen machen sollte. So, jetzt wollen wir das Level hier erstmal regulär beenden, dann holen wir den Secret Exit oben im Wasserlevel. Der ist tatsächlich gar nicht so einfach. So, Feuerblume. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir hier, weil wir im Prinzip nichts mehr am Holen machen können, dass wir das nicht leichtsinnig werden und hier sinnlos sterben. Das wäre sehr uncool, würde mir persönlich nicht zusagen. Aber ich bin jetzt einfach mal zuversichtlich. Na komm, geht einfach rennen runter ins Gift. Ja, das Level hier finde ich, wie gesagt, eine relativ coole Idee, auch wenn natürlich schwierigkeitstechnisch bisher wenig dahinter steckt, das ist auch klar. Aber es muss ja auch eine gute Idee, muss ja nicht immer schwierig umgesetzt sein, kann man ja auch einfach ein schönes Level machen hier. Was mir auch auffällt, ist, dass man hier erstaunlich viel, also dass man das Spiel hier nicht unbedingt für Anfänger ausgelegt hat, wie es die meisten Nintendo-Spiele immer sind. Also die Nintendo Marios, dass man in der ersten Welt wenig Abgründe hat und so weiter. Das hat man hier tatsächlich, also das ist gleich die erste Welt, hat einige nicht ganz so einfache Secrets. Okay, das haben die Mario, die richtigen, also die Originalspiele auch selten, dass die ersten Level richtig einfach sind. Da kommen die Münzen immer mit. Das One-Up holen wir uns. Für 100 Münzen gibt es ein One-Up, wer es nicht weiß. Achso, und springen tut man übrigens auf 2 und rennen auf 1. Mit Schütteln macht man diesen Sprung hier. Ja, komm, ist gut. Ich glaube, jeder kennt das Spiel. Aber im Retype ist ja auch nicht erläutert. Und wir müssen ja den Punkt Informativität erfüllt haben. Oh, jetzt das ist wiederum nicht so einfach. Da gehört es ja dazu, die Steuerung zu erwähnen. Wie es aussieht. Naja. Es ist okay, ich lasse das jetzt. Wer den nicht kennt, wie gesagt, der wird ihn vielleicht noch kennenlernen. Oh nein, ein Trampolin. Ich nehme das jetzt mal mit hier, und zwar... Ah, zur dritten Starcoin, das ist ja gut. Da ist natürlich das Trampolin herzallerliebst und herzlich willkommen auch. Jetzt wirft das mir mal hinter den Switch, meinte ich Mario eigentlich. Denn das ist die einzige Möglichkeit, hier an die Flagpole ranzukommen und das One-Up zu sichern. Ja, ich bin jetzt ein bisschen... Ich meine, wenn man es kann, warum sollte man es dann nicht machen? Wenn man die Möglichkeit hat. So, jetzt aber wie gesagt, erstmal das Castle danach da oben... nicht das Castle, erstmal das Secret Exit danach da oben, das reguläre Level. Und dann noch dieses Haus da. Also wir haben noch einiges zu tun hier in dieser Welt. Eine sehr lange erste Welt, auch verhältnismäßig. Ich glaube generell, dass das Spiel hier nicht so kurz ist. Wir nehmen die Eisblume. Hier kommt man so hoch. Ah, die Eisblume wäre nicht so clever, auf die zu wechseln, glaube ich. Denn ich hatte es bereits angedeutet. Also erstmal hier muss man den Schalterpalast aktiviert haben, denn sonst kommen wir einfach nur ins reguläre Level hier. Kommen wir jetzt mit der
Röhre hier ran. Da gibt es einige Fische, die uns den Weg abschneiden versuchen. Und uns natürlich treffen, oder ich mich natürlich treffen lasse von denen. Wahrscheinlich gleich zweimal. Nee, das immerhin nicht. Das ist natürlich meine Hoffnung, dass wir die erste Starcoin noch finden in dieser Bonus-Area. Hier kommt tatsächlich die Feuerblume zurück. Sehr, sehr schön. Und ja, wie gesagt, bereits angedeutet, dieser Fischi da, den wir zum Glück schon mal erledigen konnten. Ach, Manno. Das ist doch eine alte Nervbratze, das Fieder. So, und tatsächlich gibt es hier die erste Starcoin nicht. Das heißt, ihr müsst dann auch noch nachholen. Schneide ich euch wieder so im DS-Teil dann rein, vermutlich mal. Oh, der hat mich gerade eben nicht getroffen, zum Glück. Oh, es geht noch weiter. Okay, das heißt, die erste Starcoin kann immer noch kommen. Boah, knapp. Das war letztes Mal auch so knapp, als hier war, glaube ich. Naja, immer noch ist die erste Starcoin nicht ausgeschlossen. Das hier ist dreist. Diese Flagpole ist mehr als dreist, denn man muss hier hoch und dann so ran. Naja, heißt letztes Mal mehr Probleme tatsächlich damit. Erst Starcoin findet es immer noch blöd. Aber ich habe jetzt keine Lust danach zu suchen. Weil ich den Part lieber erst im Nachhinein zerstückle und nicht schon vorher.